Die USA nennen sich gern und stolz das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das gilt leider auch für geschmacklose Meinungsmache. So schickt eine gut betuchte, aber nicht gut gesinnte Rechtskonservative Hitlerbusse durch die amerikanische Hauptstadt. Die Werbung auf den Gefährten: Judenhass stehe schon im Koran. Der Islam sei seit jeher antisemitisch. Was bei uns undenkbar und strafbar wäre, regt dort kaum einen auf. Aus Washington, Elisabeth Koblitz. Nein, nicht Berlin 1936, Washington 2014. Werbung mit Adolf Hitler in der amerikanischen Hauptstadt. Auf 20 Bussen eine rollende Provokation. Viele Passanten können es kaum glauben. Ich bin Jude und ich finde das verletzend. Hitlers Gesicht zu sehen ist immer eine Beleidigung. So ein sensibles Thema kann man uns doch nicht einfach so unter die Nase reiben. Verantwortlich für die Kampagne ist Pamela Geller, eine islamfeindliche Aktivistin. Ihre Botschaft: Palästinenser paktierten schon mit Hitler, deshalb sollten die USA ihre Finanzhilfen an islamische Länder stoppen. Dass ihre Aktion kritisiert wird, versteht sie nicht. Ich glaube, dass das falsch ist. Meine gesamte Philosophie basiert auf den Rechten und Freiheiten eines Individuums. Ich habe keine Angst davor, Hitler zu zeigen. Wir verherrlichen oder preisen Hitler nicht. Wir verdammen Hitler. Und das zu Recht. Ich habe keine Angst vorm Bösen. In der islamischen Gemeinde in Washington ist man schockiert. Sie macht eine Aussage, die nicht der Wahrheit entspricht. Das kann und wird Menschen verletzen. Alles aufgrund so einer Aussage. Gellers Kampagne ist in Amerika umstritten, aber erlaubt. Denn der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung garantiert fast die uneingeschränkte Rede- und Pressefreiheit. Hitler, Mein Kampf, in den USA problemlos im Internet zu bestellen. Man darf den Präsidenten mit Hitlerbart zeigen oder im Radio Obama mit Hitler vergleichen. Adolf Hitler, like Barack Obama, also ruled by dictate. Genau das erlaubt die Verfassung nun mal. Leider finden das viele nur toll, solange es ihren Ansichten entspricht. Die Redefreiheit gilt aber nun mal für alle. And there's the problem. Everybody has the right to express what they want. Die Buskampagne der Islamhasser hat im Internet eine Protestwelle ins Rollen gebracht. Es gibt schon Aufrufe, die Hitlerbilder zu überkleben. Das sei schließlich auch Meinungsfreiheit in Amerika.